Herzlich willkommen zum Schulungsvideo zum Thema Jahresendverarbeitung Lohn. Mein Name ist Sarah Zollinger von der StartNow.Support AG. Bevor wir ins Thema einsteigen, möchte ich gerne noch kurz Folgendes zeigen. Und zwar, falls ihr die Qualität vom Video wollt, von den Schulungsvideos wollt, aufstellen, dann könnt ihr das hier da über das Zahnrädchen machen und die Qualität. Dann sieht man natürlich auch das Video besser. Und falls ihr nicht so viel Zeit habt, könnt ihr da unter der Wiedergabegeschwindigkeit auch die Geschwindigkeit aufstellen. So als kleiner Tipp. Dann, wenn ihr ins Thema einsteigt, ich habe da gewisse Favoriten gespeichert. Als erstes würden wir in die Favoriten Jahresende auswärtige Lohn gehen. Da habe ich einfach alle Auswertungen für den Jahresabschluss hinzugefügt. Das heisst, für die Kunden, die die Jahresdeklarationen immer noch per Papier machen und nicht per ELM, die brauchen natürlich all die Versicherungen und Ausgleichskassen da als Liste und können dann da unter Gestaltung auch als Zusatzangabe noch den Absender hinzufügen. Seit gerade eine Revision nächstens anstehen, hat man auch da noch in diesem Programmpunkt L2933 das Lohnkonto. Beim Kumulativ ist einfach wichtig, ich weiss, dass viele Kunden da als Vorgabe gespeichert haben, dass es halt einfacher ist, unter einem Jahr nicht nur definitive abgerechnete Periode anzeigen zu lassen, sondern alle. Unter einem Jahr ist das super, aber wenn man dann das Kumulativ für den Jahresabschluss braucht, dann ist es einfach wichtig, da den Haken zu setzen, weil man möchte nur die definitiv abgerechnete Periode angezeigt haben. Dann für die Kunden, die die Jahresdeklarationen per ELM übermitteln, da ist einfach wichtig, dass unter den Unternehmensdaten sicher die UID abgefüllt ist, der Kontakt sowie unter der Lastenversicherung, unter dem Register, Meldung an Ausgleichskasse, die UVG-Versicherung sowie die BVG-Versicherung. Die sind natürlich angelegt im Versicherungsstamm im L432. Dann würden wir einsteigen ins ELM. Auch hier mit dem Blitz einfach die Jahresendverarbeitung auswählen, die Jahresabrechnung mit weiter bestätigen. Das Jahr noch kurz kontrollieren. Die Angaben aus dem L431 Unternehmensdaten mit weiter bestätigen. Ich bin natürlich hier vom Demo-Mandant, deshalb eine Testübermittlung mit weiter bestätigen. Und da werden mir jetzt alle Versicherungen und Ausgleichskassen angezeigt und ich kann entscheiden, ob ich alles gleichzeitig möchte übermitteln oder einzelne Versicherungen einzeln. Dann gehen wir weiter zum Lohnausweis. Auch da haben wir das Programm L2971. Die anderen Programmpunkte kann ich eigentlich direkt aus dem Programmpunkt aufrufen. Das heisst, da habe ich einmal die Aufbereitung, da habe ich die Lohnausweis bearbeiten und da habe ich die Lohnausweisausgabe. Da ist immer wichtig, alle Lohnperioden müssen natürlich abgeschlossen sein, damit der Lohnausweis für das ganze Jahr kann aufbereitet werden. Und es gibt auch immer ein bisschen Fehlermeldungen beim Aufbereiten. Einer von den bekannteste ist immer, dass der Lohnausweis auf den Mitarbeiter nicht hinterlegt worden ist, also die Vorlage. Das heisst, bei einem Neueintritt passiert das ab und zu, dass man da im Register Lohnausweis vergisst, die Lohnausweisvorlage hinterlegen. Und natürlich kann man dann beim Aufbereiten also kann kein angezogen werden, wenn man die vergisst. Das heisst, sollte die Fehlermeldung kommen, einfach im Nachhinein noch die Lohnausweisvorlage ergänzen. Dann würden wir weitergehen zum Jahr eröffnen. Das Programm ist das L561. Es ist auch so im Abakus, man kann immer 2 Jahre parallel offen haben. In meinem Fall habe ich das jetzt nicht. Aber wenn man jetzt 24 offen hat, muss man das abschließen, damit man überhaupt 26 kann öffnen kann. In eurem Fall ist das jetzt 25 fürs neue Jahr, bei mir ist es 26. Dann mit weiter bestätigen. Dann
kann man auch seit neuestem, das ist eine Neuerung auf der Version 24, Zeitachsenlohndaten sich entscheiden, ob man eine anlegen will oder nicht. Ich möchte jetzt zum Beispiel eine, man kann aber auch nur sagen, die aktiven Mitarbeiter oder gar keine anlegen im Personalstamm. Dann mit weiter bestätigen und da bitte ganz wichtig darauf achten, Nein drücken. Wir möchten die Tabellen nicht ins neue Jahr kopieren und fertigstellen. Dann komme ich noch kurz zu den Tabellen. Es ist ja so, zentrale Tabellen werden von uns eingelesen im Hosting. Also das heißt, wenn Sie mit dem ERP-Hosting oder Engine Partner sich einloggen, dann werden die Tabellen von uns eingelesen oder auch bei gewissen Treuhändern, die es mir machen. Für die Kunden, die es selber machen, die können die Tabellen von der Homepage, von der Abacus abladen und selbstständig importieren. Das ist immer Kinderzulagentabellen, Quellensteuertarife und die, wo Gastro- und Hotelleriemandanten haben. Beitragssätze von der BVG. Die Tabelle kann man dann folgendermaßen importieren, und zwar mit dem Programm L422 kann man einfach auf den Import wechseln. Sobald man die Dateien abgeladen hat, kann man die da hinzufügen und einfach importieren. Ich mache das jetzt nicht, das geht viel zu lang, das sind sehr viele Daten. Und man kann noch auswählen, ob man es nur auf den aktuellen Mandant oder auf alle Mandanten importieren. Für den aktuellen Mandant wären einfach so BVG-Tabellen oder Lohnklassen, was auch immer, wo nur auf einen Mandant importiert werden müssten. Und das wäre wirklich für alle Mandanten. Das gilt für die zentrale Tabelle, die ich eben hier gezeigt habe. Dann ist es auch so, es gibt immer wieder Kunden, wo mandantenspezifische Tabellen haben. Also ich zeige mal kurz, was mit dem gemeint ist. Da unten drüben haben wir zentrale Tabellen. Das sind eben die Quellensteuer, Kitzuf, Familienzulagen, die ich vorher gezeigt habe. Oder eben BVG, Gastrosätze. Und es gibt aber noch Kunden, wo mandantenspezifische Tabellen führen, wenn Sie andere BVG-Sätze haben und mit den fixen Beiträgen arbeiten oder irgendwelche Lohnklassen und die möchten es zum Beispiel ins neue Jahr kopieren, weil sich nichts verändert hat, beispielsweise. Das heisst, man kann hier ins Programm L423 sagen, was ist das Quelljahr, was ist das Zieljahr, möchte man den Inhalt ersetzen oder einfach aktualisieren, dann mit weiter bestätigen und da würde dann eben ich zeige das mal schnell mit dem 24 bis 25. Dann würde hier über die mandantenspezifische Tabelle gezeigt werden und ich müsste einfach anwählen, was ich möchte übernehmen. Auf der rechten Seite eben die Zentrale, aber wie gesagt, die werden importiert über das andere Programm. Dann, wenn wir weitergehen, hat man noch die nationalen Daten. Auch das bei uns im Hosting machen wir das für Kunden. Sollten sich da irgendwelche Beträge aus 25 ändern? Bei den Treuhändern oder bei Kunden, die eine eigene Installation haben oder eben das Lokal haben, da immer wirklich darauf achten. Es gibt gewisse Kunden, wo mandantenabhängige nationale Daten führen. Das heißt, es gibt Kunden, wo zum Beispiel keine Eintrittsschwelle haben bei der BVG und da es null eingetragen ist. Da muss man einfach immer schauen, dass das auch gleich geblieben ist. Und einfach kontrollieren, weil es eben dann noch schnell vergessen geht. Dann gehen wir weiter in den Versicherungsstamm. Da ist auch mega wichtig, es gibt gewisse Kunden, wo die Ausgleichskasse was hier erfasst ist, die Fachbeiträge nicht von der zentralen Tabelle bezieht, sondern vor allem im Gastrobereich gibt es das, wo die Fachbeiträge abweichen von der zentralen Tabelle. Das heißt, die Kunden führen da hinten durch im zweiten Register. Ich das mal bestätigen.
die Fachbeiträge und da dürfen wir einfach nicht vergessen, die anzupassen. Also, angenommen, ein Kunde führt es nicht gemäß Tabellen und man muss fürs neue Jahr anpassen. Da ist einfach wichtig, immer auf die Zeitachse schauen, dass auch da der korrekte Beitrag vom Jahr angezogen wird. Das Gleiche für die Kunden, die Verwaltungskosten führen, auch da unbedingt der Arbeitgeber Verwaltungskostenbeitrag anpassen aufs neue Jahr und immer mit der Zeitachse arbeiten. Dann ist auch so, aufs neue Jahr gibt es ab und zu ein neues EN-Profil oder eine neue Versicherung. Auch da immer wichtig, alles sauber erfassen. Ich habe dazu ein anderes Schulungsvideo mal gemacht. Wir werden das im Infoteil verlinken, damit ihr könnt schauen, wie man ein EN-Profil korrekt anlegen tut. Falls es sich nicht ändert und nur die Prämie, auch da immer wichtig, mit der Zeitachse arbeiten, das heisst, ab wann gelten die neuen Prämiensätze. Aber eben auch das erkläre ich euch im anderen Schulungsvideo, darum bitte unbedingt anschauen, damit sich viele Fragen schon geklärt haben. Dann würden wir noch im Personalstamm kontrollieren, ob das geklappt hat mit dem neuen Jahr anlegen. Das heisst, unter den Lohndaten habe ich mich ja dafür entschieden, dass eine neue Zeitachse angelegt wird. Und die wäre jetzt da oben mit dem 26. Dann noch eine kleine Info. Auch der Link mit den zentralen Tabellen, wo offiziell von der Abacus abgelegt werden, auch das werden wir euch im Infoteil verlinken. Und da ist einfach so als kleiner Hinweis, vor allem bei der Quellensteuer ist das so, bis in den Frühling hinein könnt ihr mutieren und dann muss man sie immer neu einlesen, weil gewisse Kantone einfach ein bisschen spät sind mit den neuen Tarifen. Darum bitte immer da ein bisschen darauf schauen, ob sich das Datum ändert und ob neue Tarife verfügbar sind. Also als Beispiel, man liest Tarife irgendwann im Januar ein und plötzlich im Februar hat es da eine Anpassung gegeben, weil irgendein Kanton noch gewisse Tarife angemeldet hat. So, das wäre es vom Schulungsvideo. Falls ihr Fragen habt, bitte einfach melden. Und sonst danke ich euch für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.